Hallo, hier in diesem Kurzfilm eine Übersicht, was ist eigentlich das Biotop Bronner Wehr. Dabei handelt es sich nicht nur um die historische Staumauer, die ihr hier seht, sondern auch dem Staubereich, der über 2 Kilometer zurückreicht. An dieser Stelle wird das Wasser der Donau schon über mehrere Jahrhunderte zurückgestaut. Die Frage ist, will man ein Fließgewässer, wie ihr es am Auslauf des Wehres sehen könnt, das in Trockenzeiten doch mehr zu einem kläglichen Rinnsal wird? Oder seid ihr auch für den Erhalt des Wasserspeichers, dem breiten Flussbett und dem entschleunigten Fließen der Donau? Ein Biotop mit seiner Arten- und Tiervielfalt, das sich über Jahrhunderte so malerisch in die Felsenlandschaft eingefügt hat? Überall zwischen Friedingen und dem Jägerhaus gibt es Plätze auf den Kalksteinfelsen, die den zauberhaften Blick auf die Donau freigeben. Und auch manchmal etwas versteckt die Plätze am Donauufer, die die Schönheit des Biotops Bronner Wehr zeigen. Der Blick am Fuß des Bettelmannfelsens, die Donau vom Scheuerlehof kommend, in Richtung des Hakentals. Der Wirkungsbereich des Bronner Wehrs erstreckt sich bis an den Bereich des Steglesfelsen. Die kleine Insel, die sich vor dem Scheuerlehof gebildet hat, profitiert schon durch den Rückstau und bildet so durch den Übergangsbereich des Fließgewässers zum Rückstau ein besonderer Bereich des Biotops Bronner Wehr. Tiere und Fische können sich vom Fließgewässer in den Schutzbereich des tieferen Wassers der Donau zurückziehen. Ein wichtiger Bestandteil im Biotop Bronner Wehr sind die Feuchtwiesen und Sumpfgebiete, die durch relativ stabilen Wasserstand der Donau vor Austrocknung auch in trockenen Tagen geschützt sind. Kurz nach dem Steglesfelsen fließt eine Quelle vom Berg in den Uferbereich. Auch hier ist der Uferbereich dicht bewachsen und nahezu das ganze Jahr feucht. Eine Vielzahl an Kleintieren haben hier ihre Heimat und Vögel können geschützt im Uferbereich brüten. Der Wasserstand der Donau bildet einen Gegendruck und verhindert das Austrocknen der Fläche. Auch kleinere Bereiche von Feuchtwiesen haben für eine Vielzahl an Lebewesen existenzielle Bedeutung. Gerade am Bettelmannfelsen und weiter zum Wehr ist ein ökologisch sehr wichtiger Bereich. Feuchtwiesen, Sumpfgebiete und der Tümpel haben nur aufgrund des Rückstaus des Bronner Wehrs auch in Trockenzeiten durch den sicheren hohen Wasserstand den Schutz vor Austrocknung. Ein Abriss und die dadurch verbundene Wasserabsenkung von fast 2,5 Meter wäre fatal. Eine ökologische Katastrophe für die Tierwelt am Biotop Bronner Wehr. Auch meiner Meinung nach ein Verbrechen an den kommenden Generationen. Ein Naturjuwel vor der Haustür und ein Wasserspeicher, um den uns wohl in Zukunft noch viele beneiden werden. Extreme Trockenperioden und Waldbrände werden bei uns auch immer wahrscheinlicher. Darum helft mit für den Erhalt Biotop Bronner Wehr. Jede Stimme zählt.